ob wir das letzte bisschen, die letzten paar Schulden, die wir noch haben, heute, ob wir das heute schaffen werden, diese Aufnahmesession, diese zu begleichen. Das werden wir, denke ich, ja, heute sehen. Hey guys, euer Endsmash, wieder hier am Drücker mit einer neuen Aufnahmesession von Pikmin 2. Und ich denke, ja, was denke ich eigentlich? Ich meine, gehen wir vielleicht nochmal ins friedvolle Tal, gucken, dass wir dort vielleicht nochmal so ein bisschen was erledigen. Wir haben immerhin noch ein Sublevel vor uns, das wir abschließen können. Die Wege sind ja soweit geebnet und es gibt noch einen oder zwei Schätze auf der Overworld. Da muss ich auch mal gucken, wo die überhaupt waren. Ich kann mir schon denken, was für ein Schatz es war. Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher, wo der überhaupt war. Naja, das werden wir dann, denke ich, heute sehen. Oh, Leute, ich kann euch sagen, ich bin so durch. Also, ich habe jetzt keine Wochenendparty oder so gemacht, nein. Ich habe so gut wie keinen Schlaf bekommen. Grund? Chinchilla. Alter, ich hätte das Vieh so gegen die Wand klatschen können, das glaubt ihr gar nicht. Das hat die letzte Nacht so randaliert. Und wird sicher... Alter, wenn ihr mich sehen würdet, ihr würdet denken, ich hätte, was weiß ich, ordentlich einen durchgezogen oder so. Oh, ich kann überhaupt nicht. Mit dem Weißen packen wir wieder ein paar zurück. Was mache ich denn? Oh! Hier, so. Wie waren jetzt die Gruppenzusammenstellung? So, machen wir da mal einen zurück. Und dann, wenn wir von jedem Pikmin, jeder Pikmin hat 20 dabei haben. Dann müssten die Pikmin, glaube ich, ein nettes kleines Liedchen trällern. So, von den blauen haben wir auch 20. Von den lilanen haben wir 20. Oh, ja. Wir müssten jetzt bei 20-20 sein. Ja, eine perfekte Gruppe. Denn 5 mal 20 ergibt 100. Rechnen mit Endsmash. Mal gucken, sind da oben noch. Ja, da sind noch ein paar Eierchen, in denen hoffentlich noch ein bisschen Nektar ist, wo wir die, mit dem wir hier unsere anderen Pikmin hier nochmal zu Blütenpikmin machen können. So, trinkt. Trinkt, meine kleinen Pikmin. Besauft euch ordentlich. Denn ihr werdet es heute nötig haben. Es gibt einiges zu tun. Den letzten Schatz hier auf der Oberwelt finden und das letzte Sublevel abzuklappern. So, mal dann so ein bisschen auf das Radar achten. Irgendwo muss nämlich der Schatz sein. Haben wir Peachs Krone eigentlich zum Raumschiff gebracht? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Naja, das werden wir ja dann sehen. Der Schatzdetektor, er schlägt aus. Hier ist noch was versteckt. Okay, na dann fangt mal an zu graben. War da echt noch so eine Knolle versteckt? Okay. Olima, du gehst mal mit den Kleinen hier und Louis geht dann auch schon mal wieder weiter. Und Olima kommt dann mit den anderen Pikmin nochmal nach. Halt. Jetzt laufe ich ja wieder zurück. Hier müssen wir lang, über die Brücke.
Stachelige Leckerei. Ja, sieht wirklich ein bisschen stachelig aus. Ja, gut, ja, komm, warten wir halt noch schnell auf Olimar. Olimar, beweg dich mal, mach ein bisschen Hirn, nimm am besten das lila Pikmin, das ist nämlich so ein bisschen lahmarschig. Ein bisschen schneller vorankommen hier. Das ist halt der Vorteil von Pikmin 3. Da hast du nämlich die Funktion, ja, du kannst jetzt deine Charaktere erstmal hier und dorthin schicken, während du mit dem eigentlichen Charakter, den du gerade spielst, irgendwas anderes machst. Das geht hier leider noch nicht. Man kann in Pikmin 3 wesentlich koordinierter arbeiten. Mal schauen. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas versteckt? Aha. Aha. Alles klar. Okay, wir können wieder hoch. Okay. Das können, glaube ich, nur die gelben Pigmenten. Natürlich. Oder? Ah, nö, die anderen kommen auch rauf. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Voll die Holzbärenstatue. Krass. So, hier helfen wir noch mit. Wir gucken mal weiter. Ich will jetzt wissen, haben wir Peachs Krone bei der letzten Aufnahmesession weggebracht? Ich meine nicht. Ja, das Radar schlägt aus. Ja, wir haben es vergessen. Beziehungsweise, wir sind nicht dazu gekommen. Das ist so krass. Wir werden es heute schaffen. Wir werden es heute schaffen, die Overworld hier vom friedvollen Tal komplett abzugrasen, um alle Schätze dort zu sammeln. Sehr gut, die erste Gruppe Pikmin ist angekommen. Und hier haben wir sie, die Holzbärenstatue. Sieht doch richtig cool aus. Versteinerter Ursida. Ursida. Ursaring? Es ist Ursaring. Krass. So, und als nächstes wird es dann hier reingehen. Schon wieder eine Höhle entdeckt. Es hat sich bezahlt gemacht, auch die entferntesten Winkel zu erkunden. Jetzt haben sie sich ja schon durch den langen Fußmarsch ermüdet. Junge, was soll ich denn sagen? Versuch mal bei einem tollwütigen Chinchilla in einem Raum zu schlafen. Aber nur ein Sprung trennt sie jetzt noch von den Schätzen. Sheesh. So, Louis. Du mal die anderen Pikmin holen. Und dann geht's ab ins letzte Sublevel. Zumindest für dieses Gebiet. Dann haben wir das friedvolle Tal komplett fertig. Und ich denke, dann werden wir es auch schaffen, die kompletten Schulden abzugleichen. Und Leute, ja, dann ist auch schon das Hauptziel des Spiels eigentlich schon erreicht. Und wie gesagt, wir haben noch längst nicht alles gesehen. Es warten noch einige Sublevel auf uns. Noch ein Gebiet, was komplett unerforscht ist. Ja, es wird noch ein weiteres Gebiet geben. Und noch so einige heftige Gegner, die auf uns warten. Ich nenne es Peachs Krone. Das ist wirklich einfach Peachs Krone. Unsagbares Meisterwerk. Nicht Meisterwerk. Oh, Leute, ich bin so fertig. Unsagbares Wunderwerk. Boah, ein Smash. Kann man sehen, wie bekloppt ich bin? Wenn ich keinen Schlaf kriege. So richtig scheiße im Hirn. Oh. So, ihr seht es auch auf dem Radar. Wir haben hier alle Schätze gefunden.
Die anderen Sublevel, die wir bis jetzt betreten haben, haben wir auch komplett erforscht, heißt alle Schätze dort gefunden. Also, ab geht's in das letzte Sublevel dieses Gebiet und dort alle Schätze abgrasen und boom, da müssten wir eigentlich fertig sein mit den Schulden. Von hier aus... Halt. Hier. Hier sehen wir es. Leute, uns fehlen noch nicht einmal 400 Pokos. Das werden wir hundertprozentig im nächsten Sublevel begleichen können. So. Sind alle da? Ich denk's doch. Nein, es fehlt ein Pikmin. Wo fehlt denn jetzt ein Pikmin? Dahin. Ich brech zusammen, den Part unnötig hier in die Länge ziehen. Nur wegen so einem beschissenen gelben Pikmin, was meint, da stehen zu bleiben. Wo war denn das her? Ach, da vorne. Ich sehe es schon. Junge, hältst du uns einfach auf? Das wird von deinem Lohn abgezogen. Wobei ich euch sowieso nicht bezahle. So, kannst jetzt losgehen. Oh, Grenzlandhöhle und es erwartet uns die komplette Ladung. Die komplette Ladung an Gefahren. Das wird ein Spaß. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Gab es hier irgendwas, was mir richtig auf den Sack ging in diesem Sublevel? Da ist noch ein großer weißer Punktkäfer. Wir schleichen uns mal von dem Winkel hier an. Lila Pikmin vor. Noch ein Tor. Und bash das Vieh weg. So, gut. Jetzt kümmert euch noch um seine Kinder. Bringt seine Kinder um. Ja, wir sind wieder so gemein und grausam und einfach nur böse und scheiße. Und wir sind geldgeil. Da sind auch noch welche. Ja, macht sie nieder. Macht sie alle nieder. Oh Gott. Ein Giftkäfer. Alter, du beschissenes... Alter, wie das stinkt! Alter, du Kackvieh! Nein! Oh, es ist die erste! Es ist das erste Level und es geht schon wieder so los! Alter, du behindertes Kackvieh! Ich versuche mich zu erinnern, was mir hier so richtig auf den Sack ging. Ja, das erste Sublevel und dann geht schon wieder so eine Scheiße gleich wieder los. War hier irgendwas? Nö. Oder? Nö. Hier muss doch irgendwas sein. Wo ist... Der Radar schlägt aus. Das muss doch eigentlich da drin sein, oder? Oh, ja, aus irgendwelchen Gründen toll. Aus irgendwelchen Gründen wollte Louis da nicht reingehen. Oh, ja. Ich weiß, du bist ein Trottel und so weiter. Holst du die Weihnachtskugel? Ah, ich glaube, hier gab es tatsächlich Weihnachtsgegenstände. Essentielle Ausstattung. Oh,
Oh, Leute, das wird toll. Das wird toll, wenn wir uns hier Weihnachtsgegenstände holen. Hier macht den auch noch mal schnell nackig. Sieht auch irgendwie hübsch aus hier. So eine Schneelandschaft, dann hier diese roten Blätter, die überall hier aus dem Boden wachsen. Nice. So, bringt den Knilch hier auch noch schnell um. Ah ja, hier. Hier ist noch was vergraben. Lass mal aufhören, da stehen zu bleiben. Was ist denn denn? Irgendein Schmuckstück. Okay. Essenz des Furo. Was? Furors? Was ist Furors? Furors, Furors. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Egal, wir haben hier alle Schätze auf dieser Ebene. Ab in die nächste. Also ich würde mal wirklich, ich bin mir zu 100% sicher, dass wir auf jeden Fall die Schulden in dieser Aufnahmesession begleichen werden. So, ist hier irgendwas? Nö, wir müssen weiter voranschreiten. Oh Gott, nein, nicht schon wieder diese Steineschmeißer. Nicht schon wieder diese scheiß Steineschmeißer. Okay, Pikmin, ihr bleibt mal alle hier. Ich habe gesagt, alle. Ich hab ge... So. Louis, du wirst jetzt den ganzen Job hier machen. Mehr oder weniger du. So. Oh, da liegt ein Geschenk. Ist ja nice. So, denn wir werden jetzt die Steineschmeißer hier für uns arbeiten lassen. Und ja, die werden, falls wir es hier überleben sollten, mal alle Gegner für uns wegschnitzeln. Das ist so geil. Na komm, schieß. Ach Mist. Komm, schieß. Und boom. Die schießen die Steine hier gegenseitig ab. Ich muss da, glaube ich, wirklich mit dem Pikmin ran. Mit den lila Pikmin. Dann würden wir sie auf jeden Fall betäuben können. Oh Gott, ey, das wird ein Spaß. Obwohl, warte, ist es klug, mit so vielen Pikmin da jetzt ranzugehen? Ich glaube nicht. Gehen wir nur mit den lilanen dahin. Ja, genau, trennt euch mal ein bisschen. Zack, 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 zack. So, der ist weg. Gleich den nächsten hier. Oh! Alter, wollte der gerade schießen? Na ja, gut. Ich denke, die Gefahr dürfte gebannt sein. Ich habe schon ein paar Dinge gesehen. Da ist ein Geschenk. Da hinten ist noch so ein Nikolausstiefel. Ach, cool. Einfach cool, Leute. Ist das nicht nice hier? Da freut man sich doch schon wieder auf Weihnachten. Ja, ist ja wie Weihnachten hier. Oh Mann. So, bringt die Viecher mal weg. Bringt das Geschenk hier weg. Den Stinkstiefel hier auch mal wegbringen. Die ganze Chose, oh Leute, das gibt wieder Kohle. Das gibt Cash. Hm.
So, die da oben, die haben wir schon, okay. Ach, helft mal den Kleinen hier. Der schafft das zwar alleine, aber er ist ultra langsam. Ja, das sieht richtig hübsch aus. Behälter der Freude. Ja, aber wirklich. Das ist wirklich ein Behälter der Freude. Es geht schon wieder los, ey. Ey, es ist früh am Morgen und das Schiller dreht schon wieder durch. Sag mal, was ist mit diesem Vieh in letzter Zeit los? Es gibt's nicht. Ihr könnt nicht glauben, wie mir das Vieh gerade so wirklich auf den Sack geht. Und Leute. Zeichen des Fortschritts, ja? Es ist wirklich ein Zeichen des Fortschritts. Wir haben alle Schulden beglichen. Leute, wenn wir hier fertig sind, können wir zurück nach Hogtate und unserem Arbeitgeber die freudige Nachricht verkünden. Wobei, wir werden es ihm sowieso dann als Bericht schreiben. Theoretisch könnten wir jetzt hier diesen Sublevel durchrushen, um dann wieder zum Ausgang zu kommen, aber nö, wir wollen alles mitnehmen. Das hier ist immerhin ein 100% Let's Play. Yeah.